Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den meine Backbox-Adventskalender, der doch deutlich schwerer ist, als ich angenommen habe. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet irgendwie eigentlich, ich glaube 79,90 oder sowas. Bestellen konnte man den für 59,90, das haben Nicole und ich auch gemacht. Für eine zweite Meinung gerne bei ihr vorbeischauen nach diesem Video. Und der soll einen Warenwert von den Produkten von 90€ beinhalten und auch irgendeinen Gutschein oder so, meine ich, im Hinterkopf zu haben. Und ja, es sind halt Food-Produkte. Ich bin sehr gespannt. Wir haben zwar auch so ein kleines Heftchen, wo drin steht, was drin ist, mit ein paar Preisen und so weiter hier mit am Start. Aber ich bin noch sehr, sehr neugierig. Also ich glaube, das kann geil werden. Er sieht von außen auf jeden Fall wunderschön aus, mag ich sehr gerne leiden. Ich kenne die Firma noch gar nicht und bin jetzt umso gespannter, mal hineinzuschauen. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen, eigentlich Beauty-Reise. Sammy gibt mir schon die Pfote. Der ist bei Food-Adventskalendern immer ganz heiß hinterher. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, der kann das riechen. Ne? Übrigens haben sowohl Nicole als auch ich, da haben wir gerade drüber telefoniert, auch so ein kleines Briefchen hier mit drin gehabt, was ich so süß finde. Liebe Claudi, als wir deine Bestellung gesehen haben, freuten wir uns total. Wir schauen deine Adventskalender-Videos nämlich total gerne. Mit viel Herzblut und ganz viel Leidenschaft fürs Backen haben wir unseren Back-Adventskalender in diesem Jahr wieder zusammengestellt. Wir hoffen sehr, dass er dir gefällt und sind schon wahnsinnig gespannt auf dein Feedback. Ich liebe den Reim in dem Satz, ne? Wenn du möchtest, haben wir hier auch noch einen Gutschein für deine Follower. Mit dem Code CLAUDI10 erhalten sie 10€ Rabatt. Aktuell kostet der Kalender dann nur 49,90€. Also wenn ihr möchtet, ist in der Infobox verlinkt. Dann haben hier auch tatsächlich die 5 Damen und Herren, nein, das ist auch noch ein, das sind auch noch Hunde, die mit unterschrieben haben, großartig, hiermit unterschrieben. Also richtig, richtig süß, finde ich total cool. Und jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Wir haben hier auch wohl ein Wendemotiv, ne? Also das kann man dann umdrehen. Und als erstes haben wir was total Klassisches für... Hier ist noch was mit einer Bedienungsanleitung mit dabei. Etwas sehr, sehr Klassisches. Ne, die ist hier... Doch, die kann man rausmachen, ne? Ich glaube, das ist ein Ausstecher. Ja, sieht man hier auch. Aber das ist ein etwas anderer Ausstecher, weil du kannst dann quasi so ausstechen, ne? Und dann kann man das halt quasi loslassen und dann fällt der Stern so raus. Das finde ich ziemlich cool. Das ist mal eine etwas innovative Art und Weise fürs Keksteig-Ausstechen. Ja. Ein bisschen klobiger, aber schön. Ist übrigens von Zenka. Etwas schwerer ist hier der 2. Dezember. Oh, das füllt auch das Kläppchen komplett aus. Von Spicebar haben wir hier Gewürzküche Ceylon-Zimt aus Madagaskar, fein gemahlen mit 70 Gramm drin. Ich glaube, das kann man wirklich in der ganzen Weihnachtszeit zum Backen sehr gut gebrauchen. Für Zimtsterne oder für teilweise auch fürs Kochen. Ne? Ich glaube, sowas kommt in einem Chili con Carne auch vielleicht mal so ein bisschen extravagant. Und hier sind auch tatsächlich, ist ein Rezept drin. Für Zimtsterne. Das finde ich cool. Also du hast hier, glaube ich, auch wirklich 24 Rezepte mit drin. Das ist fast schon wie ein Kochbuch mit dabei, ne? Schön. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Wir haben leider keine Zwischenebenen, aber Leute, die Produkte passen wirklich sehr, sehr gut in die Kläppchen. Schoketten-Vanille-Kipferl. Oh Gott, die werde ich einatmen. Limited Winter Edition, 100 Gramm. Das ist eine Tafel. Das finde ich auch perfekt. Und ich finde auch in einem Back-Adventskalender darf zwischendrin mal sowas drin sein, dass man halt nicht jeden Tag dann ans Backen denken muss, kann, darf, sondern auch mal sich gönnen kann, was vielleicht einfach schon fertig ist. Hier haben wir die Nummer 4. Und die ist schwer. Holla. Riesig, schwer. Genau so lieben wir es doch. Und das ist auch einfach mal 500 Gramm von dem Grafschafter Goldsaft. Der herzhaft süße Brotaufstrich. Also das kannst du sowohl zum Backen als auch zum, ja, auf dem Brot essen nehmen. Ne? Finde ich großartig. Meine Mama hatte das damals auch genau diesen hier immer bei uns im Schrank so stehen und dann auch haben wir das auch gegessen. Ne? Und das war halt immer in diesem Pöttchen und dieses Pöttchen war irgendwann total zugesaut und irgendwann sind die halt dazu übergegangen, das in dieser Darreichungsform zu geben, was ich viel besser finde. Und ich esse das sehr, sehr gerne. Aus 100% Zuckerrübe ist das übrigens. Der 5. Dezember befindet sich bei den Zuckerstangen und hier haben wir ein Tütchen drin und zwar ist es von Lecker Bio-Orangenschale gerieben, Organic Orange Peel Grated. Ja, genau. Da sind 15 Gramm drin enthalten. Auch sowas kann man wirklich gut beim Backen verwenden. Und ich finde, wenn da vielleicht ein oder zwei solche Tütchen drin sind, finde ich das wirklich nicht schlimm in so einem Adventskalender. Vor allem, wenn man auch bedenkt, der hat 59,90 gekostet. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben ja bislang sonst nur so große Größen gehabt. Und auch das hat ja auch einen Wert von 1,19. Oh, der 6. Dezember ist so voll, dass er sich schon wölbt.
Nikolaus, Leute. Hier haben wir drin Cute Cookies von Betty Bossi. Cookie Cutter Heart and Star. Aha, da kannst du dann so, also hast du hier auch wieder Keksteig-Ausstecher drin, aber du hast sowohl das Herz als auch die Sternchen. Und dann hast du da verschiedene Größen direkt mit dabei, sodass man dann quasi solche Sachen auch machen kann, dass man, ne, wie man das hier vorne halt drauf sieht, dass man das so doppelt machen könnte. Aber die sind auch einzeln. Okay, sind so aus Stoff. Huch. Und dann hast du halt theoretisch hier so ein größeres Herz und dann kann man da rein noch so ein kleineres Herz machen. Ist schon süß, aber ich brauche jetzt tatsächlich nicht noch weitere Keksausstecher, weil jetzt haben wir ja schon quasi in zwei Kläppchen was drin gehabt. Ne? Wobei ich meine, das ist ja von Backbox. Naja, muss man mal weiter gucken. Ist an und für sich ein schöner 6. Dezember, weil diese Ausstecher haben ja auch einen Wert von 17,95 €. Das muss man sich mal reinziehen. Kriegst du nie wieder so rein, wie es vorher war. Ne? Der 7. Dezember ist auch wieder etwas schwerer und da haben wir auch ein größeres Produkt drin. Beziehungsweise, also es ist halt in genau solchen Darreichungsformen. Ich liebe es. Ich habe ja auch zum Beispiel euch hier im i verlinkt den Glück-Adventskalender ausgepackt. Ich mag solche kleinen Gläschen sehr, sehr gerne. Und hier haben wir Honig drin enthalten. Breitsamer Honig. Honig von der Algarve, okay. Hier haben wir 40 Gramm drin enthalten. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein süßes kleines Pöttchen. Sowas mag ich. Ach, guck mal. Und dann hast du auch noch einen 5-Euro-Gutschein mit dabei. Aber das ist nur in dem Online-Shop. Ich weiß nicht, ob das mit einem Mindestbestellwert verknüpft ist. Das steht jetzt hier nicht mit drauf, ne? Genau, aber da kann man halt sich Honig nachbestellen, wenn man möchte. Ich glaube aber, ich würde es jetzt nicht unbedingt mit in den Wert einziehen. Weiß ich nicht. Hier steht auf jeden Fall, dass das Originalprodukt, wenn es 500 Gramm sind, 6,99 € kostet. Und das sind 40 Gramm. Also hier steht auch nicht in dem Heftchen irgendwas von dem Gutschein. Die Nummer 8 darf machen, das ist Krach. Das ist Sammys Geburtstag. Und das ist sehr, sehr schwer. Oh, hier haben wir Glück drin als cremigen Genuss. Richtig geil. Nachhaltiger Kakaomilch und Kakao-Vollmilch-Schokolade-Creme ohne Palmöl. Wie cool. Das sind 200 Gramm. Und ich mag diese Glückgläschen einfach. Die bringen mich zum Lächeln. Fragt mich nicht warum. Ich finde es total charmant und ich finde es großartig, dass wir das hier in so einer großen Größe auch drin finden dürfen. Ne? In der Nummer 9 dürfen wir uns, glaube ich, über etwas Stoff freuen, denn das sagt mir das Heftchen hier vor mir. Genau, das ist der gute Pott rum mit 40 Umdrehungen und da sind drin 4 Zentiliter, also 40 Milliliter müssten das ja sein. Ja, ich weiß, ich weiß. Also, ne... Ich denke da tatsächlich direkt an Herrencreme, die gab es bei uns. Da gibt es bei uns in der Familie halt super gerne zu solchen großen Anlässen wie Weihnachten oder große Geburtstage oder so. Und wir sind halt auch so richtig abgefahren. Bei uns in die Herrencreme kommt auch immer Ananas mit rein. Jeder hasst es, der das so nicht kennt, aber für uns muss das sein. Es gibt aber meistens auch Familienfesten, wo dann halt quasi auch Externe, wie zum Beispiel mein Freund, kommen. Immer noch eine Schale ohne Ananas und auch eine Schale ohne Rum für die Kinder. Ne? In der Nummer 10 darf es jetzt hier mit was Leichtem weitergehen. Da haben wir auch wieder ein Tütchen drin enthalten. Altes Gewürzamt, Familie Holland, Backstube Winter, Gewürzmischung, Inhalt 10 Gramm. Das ist einmal diese hier. Genau, also die kann man dann auch nehmen, um sich zum Beispiel einen winterlichen Apfelkuchen mit Streuseln zu machen, steht hier. Das finde ich interessant. Die erste Schnapszahl, der 11. Dezember, ist noch ein kleines bisschen leichter. Ah, das ist so ein Spritzbeutelaufsatz von meinem Backbox selber. Und damit kann man auch so etwas andere Formen von solchen Spritzgeschichten machen, ne? Weil das halt vorne so ein, so eine Öffnung quasi hat. Und zwar kann man da zum Beispiel Weihnachtsstern-Cupcakes mitmachen. Oh mein Gott, sieht das schön aus. Oh mein Gott, das finde ich krass. Sowas hätte ich hier auch tatsächlich in dem Adventskalender erwartet. Ne? Also auch mal so ein Backförmchen oder halt auch mal sowas hier. Aber sowas wie dieses Glückprodukt ist für mich sehr überraschend und sehr positiv überraschend. Bei den Füßen vom Lebkuchenmann haben wir hier die Halbzeit, die Nummer 12. Da übrigens, wenn ich den Lebkuchenmann sehe, muss ich immer an Tomte und den kleinen Lebkuchenmann denken. Schaut gerne mal im Pelletier-Verlag vorbei. Da setze ich euch einen Link in die Infobox. Da gibt es halt auch wieder zu dem Zimttöpfel quasi den dritten Teil, was man aber auch losgelöst von den anderen beiden Teilen lesen könnte. Da hat Danny nämlich auch einen Adventskalender wieder rausgebracht. Richtig, richtig cool. Da darf ich tatsächlich auch ein bisschen was von vorstellen hier. Nomo, No Missing Out, Creamy Shock Buttons, Plant Powered 110 Gramm. Ach, wie interessant, das ist auch ohne Eier und so weiter. Also das ist quasi so, Schokolade zum Schmelzen, dass man damit halt auch so hier... Ne, auf die Brownie-Tannen die Schoki drauf machen kann. Wie sehr kann man seine Hand verrenken? Ja. Doch die erste Hälfte vom Adventskalender gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Sowohl halt so größere Geschichten, ne, als auch kleinere Geschichten, Tools mit dabei.
Gucken wir mal weiter. Der 13. Dezember eröffnet die zweite Halbzeit und guckt euch das an, wie gut die Boxen befüllt sind. Also die haben sich echt Mühe gegeben. Backoblaten haben wir hier mit drin von Küchle. Lebkuchen werden außen knusprig, innen zart, genau, mit 70 mm im Durchmesser aus. Bio ist das. 36 Gramm sind hier drin enthalten. Solche Oblaten, wenn meine Mama sowas da hatte, wenn wir zum Beispiel Kokosmakronen gemacht haben oder so, habe ich mir immer gemopst und selber so pur gegessen. Ich mochte das irgendwie gerne. Der 14. Dezember. Backformen, Umrechnungstabelle. Wie cool ist das denn? Das finde ich interessant. Ursprüngliche Backform laut Rezept in Zentimetern und gewünschte Backform in Zentimetern. Hä? Das finde ich... Okay, Muffinblech gleich Hälfte einer 11x30 Kastenform. Weitere Größen auf backbox.de. Das ist ein Magnet, das finde ich irgendwie witzig. Kannst du dir einen Kühlschrank machen? Das ist aufregend. Also ich backe nicht so viel, deswegen hatte ich das jetzt so noch nie für mich, ne? Aber 26 cm sind... Ach so, und dann hast du hier 11x20, 11x25 und so weiter. Und da muss man irgendwie was überlegen. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Muss ich mir mal genauer angucken. Ah, und hier ist ein Gutschein drin enthalten. Und da hast du einen Wert, also das ist ein persönlicher Gutscheincode von mindestens 5 Euro. Und bis zu 100 Euro sind hier drauf. Genau, dann kann man das bis Mai 2025 sich auf der Homepage anschauen. Und der ist einmal einlösbar. Cool. Scheint aber auch keinen Mindestbestellwert zu haben, ne? Da weiß ich jetzt natürlich nicht, welchen Wert ich ansetzen kann. Ich würde hier wirklich einfach nur die Produktwerte nehmen. Der Magnet ist wertetechnisch gar nicht angegeben. Ja gut, vielleicht setzen wir für das Kläppchen dann 5 Euro an, so als Mindestgedönsen. Oder 5 Euro plus 1 Euro für den Magneten. Weiß ich nicht. Wir gucken mal, was ich hier so eingeblendet kam. Der 15. Dezember. Hier haben wir... Oh, die esse ich auch gerne pur, ne? Farmer Snack, Cucina, Hawaii, Macadamia, Hälften, naturbelassen. 100 Gramm sind hier drin enthalten. Super, super lecker. Und feiere ich total. Das finde ich cool. Ja, weil wie gesagt, das kannst du pur essen. Das kannst du aber auch in Snowball-Cookies mit Macadamia einarbeiten. Ich finde es so cool, dass wir hier auch wirklich immer diese Rezepte mit Bildern mit dabei haben. Also das Heftchen muss man sich auf jeden Fall aufbewahren. Der 16. Dezember ist jetzt hier bei mir und hier habe ich drin Mandelzimt-Spreewaffel. 75 Gramm sind hier drin enthalten und die kann man sicherlich auch zum Backen nehmen. Kannst du dann wahrscheinlich klein machen oder so, oder du kannst sie natürlich auch so essen. Das ist ja auch kein Problem. Apfelschichtdessert mit Mandelzimtwaffeln, das hört sich auch sehr, sehr lecker an, ne? Dann kriegt man direkt Boxermilch, ich sag's dir. Aber du kannst doch jetzt nicht da sitzen. Willst du dir das ganz genau hier angucken? Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Oh, das ist auch spannend, ne? Da kannst du so Pralinen oder so mitmachen. Von Betty Bossi ist es auch wieder. Also das scheint irgendwie so eine Marke zu sein, die man in dem Segment kennt. Ich kenne sie nicht. Genau, oder du kannst es halt nehmen, um Rotweinkuchen mit Marzipan-Tannenbäumchen zu machen. Krass. Also da kostet ein Zweier-Set 24,95. Das ist echt heftig. Okay, so schaut das dann aus, wenn man sich so einen Kuchen machen würde, ne? Das ist schon sehr, sehr nice. Süß. Kannst du dann wahrscheinlich... Dafür kann man doch bestimmt auch die Schoki hier nehmen, oder? Die da reinschmelzen und dann hast du ja auch das quasi in der Form abgefahren. Der 18. Dezember ist ein bisschen schwerer unterwegs. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, Leute. Da geht es dann jetzt wirklich so in den letzten Metern Richtung Heiligabend. Lieblingsfruchtaufstrich zum Selbermachen von Dr. Oetker. Ja, sowas kannst du natürlich auch echt gut gebrauchen, wenn du halt so Gebäck machst, wo du zum Beispiel diese Aussparung hast, wo man dann sowas reinmacht, ne? Hier haben die das schnelle Weihnachtscurd. Ja, keine Ahnung, ne? Das hast du hier auch noch mit dabei. Als Rezept, das sagt mir jetzt so nichts, aber das wird man hier auch irgendwie mit reinmachen können. Genau, das steht da auf jeden Fall. Interessant. Der 19. Dezember ist auch wieder sehr, sehr gut gefüllt. Ah, guck mal, und hier haben wir auch ähnlich wie das, was wir eben schon hatten von Nomo, Caramel and Sea Salt Buttons. Eben hatten wir ja quasi Creamy Shock und jetzt haben wir diese Caramel and Sea Salt. 110 Gramm sind hier drin enthalten. Die kannst du auch hier durch diesen Zipper wieder verschließen, ne? Das ist schon cool gemacht. Ja, und dann hat man zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Vielleicht haben wir sogar auch noch weiße Schokolade drin. Das würde mich ja mega freuen. Die kannst du dann wahrscheinlich auch schmelzen und entsprechend da irgendwie mit reinmachen. Denn das Rezept, was hier mit dabei ist, sind halt quasi auch so Gewürzbühlen mit Schokosoße. Dann hast du halt das als Soße mit dabei, ne? Also ich glaube, wenn man diesen Adventskalender halt dann auch so exzessiv nutzt, dann ist man nachher ein bisschen kugelrund. Oh, herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier ist der 20. Dezember. Ein bisschen leichter. Ah, hier haben wir wieder ein bisschen Deko drin. Joa, Anhängerset, Herz, Achterset ist das quasi.
Ja, das ist niedlich, ne? Wenn man dann halt quasi selber so Kekse gebacken hat und die dann irgendwo mit dran macht, dass man da halt drauf schreibt, mit Liebe oder für Lisa steht hier auch, ne? Das ist süß und ja, als, ich sag mal, Füllprodukt in dem Adventskalender auch okay. Füllprodukt vor allem kostet 2,49 Euro, läuft bei ihm. Der 21. Dezember ist auch wieder prall gefüllt. Oh, und da sind drei Sachen drin. Oha, Leute. Oha, oh. Das sind Felinchen, das Knusperbrot. Oh, das kenne ich irgendwo her. Also da sind drei Stück von drin, ne? Also, da ist das dritte. Und Gesinn finde ich cool. Das kann man natürlich auch pur essen. Vielleicht auch wirklich sowas für Julius oder so zum Snacken. Muss man mal gucken. Der mag das auch gerne, wenn es halt knuspert. Oder hier steht auch, dass man das irgendwie in Knuspertannen mit verarbeiten kann. Klar, wenn du das so aufbrichst und dann zusammen mit Schokolade machst, ne, dann hast du so einen Crunch mit in der Schoki. Cool. Echt cool. Also du hast hier viele, viele Ideen in dem Büchlein mit dran und das mag ich. Das passt irgendwie so, ne? Und das gibt dann dem Ganzen halt auch nochmal so ein bisschen, ja, das Sahnehäubchen. Zur zweiten Schnapszahl habe ich hier den 22. Dezember. Man kann übrigens auch alle Boxen schön als Geschenkboxen weiterverwenden, weil du hast hier auch direkt so drauf gedruckt solche Geschenkanhänger. Wie cool. Das passt hier auch direkt rein. Das ist wahnsinnig toll. Städter Cupcake Backform. 12 Stück sind hier drin mit einem Durchmesser von 6 cm. Und dann hast du hier den Wichtel oder beziehungsweise den Elf draufen. Draufen vor allem drauf. Das finde ich schön. Ja, ganz offensichtlich mag ich Wichtel. Ne? Habe ich ja auch immer wieder so um mich herum stehen. Finde ich ganz süß. Und das ist eine schöne Cupcake-Form, muss ich wirklich sagen. Einen Tag vor Heiligabend habe ich hier den 23. Dezember. Und hier haben wir das, da habe ich auch drauf gewartet, dass man sowas zum Streuen hat. Ne? Dekozinos Hearts Pink. Das sind einfach so Streuherzchen. Das finde ich auch sehr, sehr schön. 1,1 Gramm sind hier drin. Die kannst du dann sehr schön in Kombination mit den Cupcakes verwenden oder sonst irgendwo auf Desserts auch drauf machen. Ne? Sowas mag ich ja. Dann wirbeln wir mal die Trommeln zum 24. Dezember, denn hier kommt unser Highlight-Produkt. Da haben wir etwas drin von Dr. Oetker. Okay, die haben sich wahrscheinlich gedacht, jetzt hast du schon die ganze Zeit gebacken und dann Heiligabend brauchst du nicht den Kochlöffel schwingen. Da ist von Dr. Oetker Oh My Schock Heavenly Soft Triple Schock Mousse drin für zwei Personen. Vielleicht ein schöner Nachtisch, wenn man Heiligabend dann einfach was Schönes gekocht hat und dann danach sich einfach ein bisschen was Entspannteres gönnen möchte. Ne? Ich persönlich finde das jetzt leider als Highlight nicht ganz so toll. Ich meine, es macht thematisch definitiv Sinn und auch von der Abfolge her, wenn man den ja auch wirklich im Advent öffnet, ne? Weil da jetzt noch eine Backform mit reinzupacken, wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht so Sinn und Zweck der Sache gewesen. Trotzdem finde ich das jetzt nicht so überwältigend, muss ich sagen, leider. Ich wüsste aber auch ehrlich gesagt nicht unbedingt, was man dann in der 24 am besten platziert hätte. Da schreibt mal gerne in die Kommentare, welches Produkt ihr am 24. Dezember in so einem Adventskalender richtig hart gefeiert hättet. Das ist ein schöner Adventskalender, oder? Also ich mag den sowohl von der Optik her als auch vom Inhalt. Klar, die 24 hat nicht so geknallt, wie ich mir das gehofft habe, aber ich finde dafür, dass der ganze Inhalt ziemlich geknallt hat. Also wir haben eine schöne, bunte Auswahl und es sind sinnvolle Produkte mit dabei, die einen auch so ein bisschen animieren, mal was anderes beim Backen auszuprobieren. Ich finde es cool, dass wir die Rezepte auch mit am Start haben, dass wir ein paar Tools mit dabei haben. Ich finde es toll. Und ich glaube auch, dass es ein Adventskalender ist, den man so als Familie gut auspacken kann, wenn man halt den Kindern auch so ein bisschen das Backen nahelegen möchte, beibringen möchte, wie auch immer. Und vielleicht ein bisschen Kreativität in den Kindern wecken möchte. Da kann ich mir das gut vorstellen. Oder halt die Kreativität in sich selber suchen und finden will. Da kommt der echt toll. Und ich finde den zum Wiederbefüllen einfach wunderschön. Also das ist ein perfekter Adventskalender, den ich zum Beispiel für meinen Neffen oder so befüllen könnte. Ne? Der ist halt jetzt noch nicht Grundschulkind, sondern Kinder. Gartenkind ist oder so, aber auch Grundschulkinder. Also richtig tolles Design, schöner Inhalt. Ich glaube auch, dass wir hier ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis haben und wie gesagt, wenn ihr möchtet, könnt ihr halt auch mit Claudi 10 echt 10 Euro auf den Adventskalender sparen. Mega nice, also vielen Dank an meine Backbox und ja, dann wäre es hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!